Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Isa und ich habe vor kurzem meine alten Karten wiedergefunden und möchte euch diese heute im Video zeigen. Sorry, falls die Videoqualität noch nicht so gut ist, ich versuche es zu verbessern. Mein erstes Video, bitte seid gnädig. Ihr seht hier hoffentlich meine rosa Box. In dieser Box haben sich meine Schätze lange Zeit heimelig gefühlt. In dieser rosa Box findet sich auch meine erste und einstweilen noch einzige Fälschung. Das sollte wohl damals ein Fossil Magma sein, komplett holo. Man sieht, dass diese Karte eine Fälschung ist, weil auch der Hintergrund zu den anderen Karten, der Hintergrund deutlich heller ist. Und sie ist leichter zu verbiegen. Aber weg mit den Fälschungen, anfangen mit den Schätzen. Ich möchte diesen Kanal starten, weil ich finde, dass die alten, neuen Karten und ihre Designs richtig toll aussehen. Deshalb fangen wir jetzt einfach mal an und schauen uns an, was ich so gefunden habe. Tauschen, Beleber, Professor Eich, der Pokédex, wie er damals aussah, Pokémon Center, Plus Power, volle Heilung, Energiezugewinnung, Verteidigung, Supertrank, Bill, Energie, Absauger, oh Gott, Energieabsauger, Entschuldigung, Gust of Wind, muss ich noch schauen, was die auf Deutsch bedeutet, Trank. Das sind so meine alten Trainerkarten. Die legen wir mal hier hin. Dann haben wir hier die Pokémon. Das ist Chillok, Abra, Glumanda, Carpador, Radikal, Yorob, eines meiner Lieblings-Pokémon. Ich fand das damals schon süß und finde es jetzt noch immer toll. So wie auch Dratini, ein richtig tolles Pokémon. Fukano. Oje, jetzt ist mir der Name entfallen. Nebulak ist die erste Entwicklung und Gengar die zweite, glaube ich. Ich schaue nochmal nach. dann hätten wir noch Akani. Nochmal Nebulak. Smogon. Macholo, das einen Felsen hebt. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Richtig tolle Zeichnungen. Magnetilo, Nidoran, Taubsi, Ponita, das Feuerpferd, Sandan, Shigi mit Blubber. Super cool. Das Design war damals einfach unschlagbar. Sterndu, Tangela, Voltoball, Ultrigaria, Knofensa, oh, Tragosso, zweimal sogar, Blutzuck, Nidorina, die sind jetzt aus dem Set Dschungel, Habitak, Parasect, oh, Pikachu hatte ich ja fast vergessen. Das ist richtig, richtig schön gezeichnet, findet ihr nicht? Snobillycat, Mauzi, Duflor, ah, wieder ein englisches, Pummeluff, Pummeluff, genau, Schlurp, Goldini, Knogger, ihr seht, die Karten, auf die habe ich nicht so gut geachtet.
Also, ich vermute, aufgrund dessen, wie der Zustand so ist, sind die jetzt nicht sonderlich viel wert. Aber ich liebe einfach diese Zeichnungen. Kleinstein, das stammt aus dem Deck Fossil. Und dann haben wir noch aus der zweiten Generation Endivie, Loa Blood und Igelva. Da habe ich dann wohl aufgehört zu sammeln. ja. Ich möchte in diesem Video. Ah, da habe ich ja noch was. Entschuldigung. Herausforderung. Tja, keine Ahnung, woher ich diese Karte habe. Aber sie war scheinbar irgendwo dabei. Das ist die Promokarte mit Mewtwo drauf. Auch ganz schön gemacht. Oh, und dann habe ich noch Mew. Die glitzert toll. Die ist wirklich ein schönes Stück noch. Ja. Der haben die Jährchen im Karton scheinbar nicht viel angehabt. Als ich meine Pokémon-Karten wiedergefunden habe, war ich so aufgeregt, dass ich gleich ins nächste Geschäft bin und mir meine ersten seit langem gekauften Booster gekauft habe. In dem Fall jetzt Stunde der Wächter. Die möchte ich mit euch öffnen, sowie auch alte Booster und neue Booster immer wieder. Und reinschauen, was für Schätze sich dahinter verbergen und was man so alles ziehen kann. Dann, mit welchem sollen wir anfangen? Fangen wir mit dem an. Diese Booster haben sich zu früher nicht sehr verändert, kommt mir vor. Kann aber auch täuschen. Und haben jetzt alle so eine Codekarte drinnen. Mal schauen. Ich habe die Pokémon-Karten, oh, jetzt habe ich es gerissen, eigentlich lange Zeit nicht verfolgt. Wir sehen ein Alola Vulpix. Und dies ist jetzt auf jeden Fall eine Premiere. Ich hoffe, ihr merkt nicht zu sehr, wie aufgeregt ich bin. Schauen wir uns mal an, was da so drinnen ist. Alola Vulpix. Phlegmon, boah, das ist toll. Ein Macholo. Ich mag dieses Pokémon. Iguana. Okay, das kannte ich noch nicht. Kramurks, ist auch nicht. Rettungstrage. Okay. Koriogel. Eine Energiekarte. Eine Energielotterie. Und ein Zubiris. Und Gastella. Das war's. Und die Codekarte. Wow, das sind schöne Karten. Echt schön. Machen wir das zweite Pack auf. Ich bin gespannt. Wie sortiert ihr eigentlich eure Karten? Nachdem ich lang raus bin aus diesem Hobby. Oh, die geht aber schwer auf. Oh, so. Keine Ahnung mehr, wie die zu sortieren sind. Falls ihr für mich da einen Tipp habt, schreibt's bitte in die Kommentare. So. Ich glaube, die Codekarte kann man gleich so weggeben. Bringen wir sie mal hier hin. Nochmal ein Macholo. Unrathydox. Botoge. Das sieht ja aus wie der Weihnachtsmann. Ein Schwalbini. Kanivana. Wow, was ist denn das? Hypnomorba. Sieht toll aus. Und Tohaido, ein Hai. Die Energiekarte.
Kostürso. Und die Trainerkarte ist Gletscherhügel, Viskagott. Und da sind wir wieder beim Anfang. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht mehr von mir hören und sehen wollt, dann würde ich euch bitten, dieses Video zu liken und mir vielleicht ein Abo dazulassen. Ich habe geplant, noch diverse Packs aufzumachen und wieder meine Sammlung zu erweitern, die tollen Karten zu sehen und mehr über die Pokémon zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Isa. Tschüss.